So, meine Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu einer neuen Folge von SinSkyline auf meinem wunderschönen Kanal. Heute setzen wir uns mal an ein großes Problem in dieser ganzen Stadt. Es ist das hier. Es ist einfach nur das hier. Und das Geile ist, ich weiß nicht, wo es herkommt. Guck mal, hier bleiben sie stehen. Also hier ist das Problem irgendwo. Staut sich hier überall. Guck mal, da ist hier schon Stau. Okay, die Fußgänger. Ja, komm, Stoppschild raus. Ach du Scheibenkleister. Wir probieren es nochmal mit dem Ampelverkehr. Ach du Scheibenkleister. So. So, hier brauchen wir eigentlich keine Ampel. Und hier müssen sie sich dann alle einreihen. Hier ist Schubschild raus. Okay, Pepp ist drin. Ich möchte hier kein Stoppschild haben, aber dann ist Verkehrschaos hoch 4. Und ihr könnt doch hier hochgehen. Na gut, dann müssen wir mal kurz was machen. Ja. Okay. Also das hier wird schon mal nicht benutzt. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Ist wohl viel zu weit für die meisten. Wir müssen jetzt den Weg machen. So. Die hässlichsten Lösungen und die besten Club, habe ich das Gefühl. So. Ihr müsst ja noch einen Brief wegschicken, fällt mir gerade so nebenbei ein, aber. Ach nee, wozu denn? So. Wollen wir mal gucken, vielleicht hat das auch ein bisschen das Problem jetzt gelöst. Hier kommen sie nicht klar. Der Verkehr ist schon mal viel weniger geworden. Hier ist er, ich weiß nicht, ob mehr oder weniger. Ich sehe keinen Unterschied. Das ist das Schreckliche. So. Das hier wird eben nicht benutzt, da müssen wir uns noch irgendwie was einfallen lassen. Und wie sieht denn sonst der Verkehr aus? 62, okay, das ist die ganze Straße. Ich weiß nicht, aus welchem Grund hier die ganzen Straßen rot sind, aber... Ah, nee. Was will den ganzen LKWs sein? Das sind die ganzen LKWs und dadurch, dass ich keine extra Autobahnabfahrt oder sowas habe, dann müsste ich ja das Ding hier noch kaufen, wenn es überhaupt reichen würde. Ja, würde knapp sein. Dann müsste ich vielleicht das hier kaufen, hier eine Abfahrt hier runter. Es gibt ja eine Modifikation, soll es geben, wer ist denn das? Alle Teile kaufen kann, also alle Kacheln
so dass man nochmal alles ausbauen kann. Und das wäre, glaube ich, ziemlich krass, wenn man hier so eine große Stadt haben kann. Da könnte man bestimmt auch einiges draus machen. Das Geld hätte ich ja. Müllberge. Ich kenne Müllberge. Wo türmt denn der sich der Müll? Nirgendwo. Das einzige Problem ist, dass die Toten nicht mehr wegkommen. Muss noch, glaube ich, unten mal noch ein paar Dinger bauen. Eins, zwei, drei. Sonst kommen wir hier gar nicht mehr klar. Also die Idioten, die überfallen uns als Schengen. Wie viel haben wir eigentlich? Ja, bleibt doch mal ruhig, Leute. Bestattungswesen. Wir haben 877 Verstorbene und hätten eine Kapazität von 1,2 fast. Okay, achso, eins muss ich gucken. Wo war das? Hier, die Steuern sind so hoch. Und die Toten zu viel. Hier. Durchschnittlicher Bodenrichtswert. Hoch. Ja, was soll ich denn sonst machen? Freizeit sind sie auch ganz gut ausgelegt. Busverkehr und sowas eigentlich auch. Das sind ja auch die Leute hier unten ziemlich gut. Also mit dem Bus oder sowas konnte man eigentlich gut hinfahren. Hier ist alles voll. Das einzige Problem hat sich ja jetzt gelöst, wie es aussieht. Wir müssen jetzt mal gucken. Es löst sehr langsam das Problem auf. Dafür staut sich das Problem hier an. Es werden einfach viel zu viele von der Kleinstadt in die Großstadt, sage ich jetzt mal. Das sind viele normale PKWs und keine Transporter. Autobahn ist auch voll. Also hier unten haben wir ja eigentlich, hier haben wir wenig Probleme. Guck mal, hier oben haben wir eigentlich die ganzen toten Sachen. Oh, Kriminalität. Quam, der Krimi ist hoch. So. Feuer. Hier unten noch. Das müssen wir auch mal nebenbei so ein bisschen beobachten. Ist eine Einbahnstraße hier? Hier ist es eine Einbahnstraße, ja. Die fahren von hier rein und dann rum. Okay. Was wird denn, es wird Industrie gewünscht. Wo mache ich jetzt Industrie rein? Das sind die großen Straßen. Ich brauche doch hier die großen, oder?
Vor allem hier hätte ich auch gedacht, dass hier irgendwie der Verkehr extrem wird. Genauso wie hier. Also da gab es ja schon Städte, da hatte ich ja Riesenprobleme gehabt. Aber Zug habe ich noch nie. Also das heißt, man müsste noch hier oben hinbauen. Oh, hier unten kommt jetzt Dings, Polizei. Hier unten ist ja überhaupt nichts mit Polizei abgedeckt. Da muss man auch mal eine Größe hin. So. Bildung, was sagt denn eigentlich die Bildung? Hart an der Grenze. Was sagt denn eigentlich die Bildung? Hart an der Grenze. Und, hier unten sind so extrem viele Dings. Schulen. Wollen wir noch eine davon hin? Direkt in den Friedhof, warum auch nicht? So, Leute könnten einziehen. Müssen wir jetzt eigentlich mal warten, bis mal wieder Plus kommt. Ach stimmt ja, wir haben hier oben noch unser kleines Dings, was man ausbauen könnten. Ganz vergessen. Hm? Gefälle zu steil. Jetzt schon wieder hier rausnehmen. Ach man, so. So, jetzt wieder alles an und dann alles an. Geht nicht, ob der Part schon. Da muss doch bestimmt gleich vorbei sein schon. Ich würde sagen, wir machen das hier nochmal schnell fertig und dann beende ich auch den Part. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt nochmal oben, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Man aus Wort. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.